Servus Leute, hier ist wieder Boompao und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit den Bayern. Immer noch in der ewigen Aufnahme, aber ich glaube, nach der Folge mache ich dann Schluss, egal wie viele ich habe. Weil Leute, es hat 12. Und irgendwann ist auch mal Schluss, wenn ich seit, glaube ich, nehme seit 9 oder, warte mal, ja, ich müsste seit ungefähr 9:30 oder so aufnehmen. Uff, also mir macht's ja Spaß. Ich kann ja nichts sagen dagegen, aber boah, irgendwann ist er mal Schluss, ne? Gut. Ja, letzte Folge haben wir ordentlich schon ausgebaut und die ersten Schiffe nach Amerika losgeschickt. Also, das wollen wir doch sehen. Das wollen wir doch sehen, wenn die ersten bayerischen Truppen in Amerika in Neufundland landen. Weil, mal ernsthaft, Leute, ich glaube, Neufundland kann ich wieder zur Kapitulation zwingen. Das müsste gehen. Ich müsste bloß relativ schnell mal da drüben auch eine große Stadt einnehmen. Ja, Quebec. Quebec wäre dann eigentlich so schon mal gar nicht so schlecht. Ja, passt. Hoppala, ist das Mikro ein bisschen wieder höher? Oh, Moment, das Maratenreich und Baden-Württemberg, also Württemberg sind im Krieg. Ach, so ist das. Hehe. Das wusste ich noch gar nicht. Das wusste ich noch gar nicht. Oder sagt man das so? Keine Ahnung. Mann. Kann ich so gut schwäbeln. Leider. Na, no. Müsst natürlich wieder meine Handelsroute blockieren. Ihr Schweine. Flotte kommt an. Yay. Wow. Lag nicht. Lag nicht. Ah ja. Gut. Hier genau. Den schicken wir da hoch. Sehr gut. Oh, jetzt geht's los. Zack, 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 zack. Die ganzen Fabriken jetzt werden so langsam fertig. Oh, Backe. Aber hier ist noch eine wasserbetriebene. Die wird gleich mal ausgebaut. Dampfbetrieben. Hau mal das ganze CO2 in die Luft. Jetzt juckt's uns ja noch nicht. Jetzt wollen wir Wirtschaftlichkeit. Zack. Zack. Wir haben keinen einzigen Fischereihafen? Wow. Okay. Okay, scheiße. Das fällt mir erst jetzt so richtig auf. Wir haben keinen einzigen Fischereihafen. Okay. So, Flotte kommt an. Oh ja, wir müssen trotzdem mal ganz kurz noch hier. Denn das Dampfschiff, das muss noch schnell rüber. Es hätte zwar auch automatisch geschafft, aber mein Gott. Machen wir schnell so. Und rein nach Neufundland. Ja, mein Gott, Kampf. Welcher Kampf denn bitte? Ich fall mit einer Mega-Einheit nach Neufundland ein. Warte mal, hier, zack. Ja, super. Die sind alle neutral. Belagerung läuft. Kapitulation. Oh, Moment. Indianer Bogenschützen. Oh, und sogar eine Leibwache des Generals. Hey, hey. Ich mach's trotzdem mal. Genau. Jetzt geht's nach Amerika. Offiziell ist damit jetzt der Startschuss für die Amerika-Eroberung gegeben. Zack. Seminar. Ist es auch katholisch? Ja! Sehr geil! Oh, die sind schon 100% katholisch. Ja, dann brauche ich es nicht. Kann ich es abreißen. So. Abreißen. Oder? Nee. Da behalte ich ihn. Den repariere ich. Neu rekrutieren und fertig. Erste Provinz in Amerika und damit haben wir auch gleich einen Amerika-Minister, richtig? Was braucht der denn eigentlich? Mal ernsthaft. Ich bin mir gar nicht so sicher, was der braucht. Steuereinnahmen, Repression, Unterhalt. Ich glaube, das wäre generell so ein Typ, der am besten verwaltungstechnisch gut ist.
Ja, gut. Das Leben ist schön. Plus 1 auf Verwaltung, plus 1 auf Armee. Plus 1 auf Verwaltung. Plus 1 auf Verwaltung. Ja, jag ich mal den danei. Die haben eigentlich wirklich alle so keine Ahnung, ob jetzt Amerika gut ist. Naja. Na gut, dann, ja, wie machen wir weiter? Ja, erstmal hier Neufundland ordentlich neu aufbauen. Kolonialmiliz. Oh, hier sind die billiger. Unterhaltskosten 200, 170. Nein, die sind nicht billiger. Im Gegenteil. Aber berittene Stammeshilfstruppen, die sind sogar billiger. Gut, okay, sind auch nur 45 Mann. Hehe. Aber geil, dass ich die hier gleich rekrutieren kann. Ich liebe solche Pferde, also Pferdeschützen, die sind geil. Die sind einfach richtig der Hammer. Kannst halt einfach schnell nach vorne laufen, zack, und abhauen. Ja gut, okay, klingt relativ simpel. Ist es auch. Ganz ehrlich, das ist es auch. Okay, gut, dann. Unglaublich viel Piratenterritorium. Mann, 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 Mann. Ja, dann nächste Runde, ne, Leute? Das ist super. Jetzt langsam, langsam will das Spiel nicht mehr. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe jetzt. Ich hatte zur Hälfte des Zeitpunktes noch, also Punktes von der Aufnahme her, hatte ich, glaube ich, noch 1 TB Speicher auf meiner Festplatte. 1 TB, glaube ich. Von 2. Also, damit wir uns verstehen. Aber ich glaube inzwischen. Oh, wir wollten noch nachgucken, warum Württemberg und mit wem überall die Krieg haben. Was hat die eigentlich geritten, da jetzt nochmal reinzufahren? Naja, egal. Quebec, Mexiko, Kolumbien, Piraten. Siehst du, genau das ist es. Die sind nämlich verdammt nahe. Und die würden mich sofort natürlich entern. Boah. Ey, ich habe immer Schiss. Flotte kommt an. Ja, wie mache ich das am schlauesten? Ich glaube, ich mache mal lieber Safety first. Raus. Rein. So, ausbauen und bauen. Marine. Raus. Raus. Rein. Armee. Drauf. Und go. Kann ich den da schon draufladen? Ja, natürlich. Krieg erklären. Brauche ich doch keinen Beistand. Zack. Klammer hier Krieg mit denen. Ach, mit C zoomt man raus. Meine Fresse, ey. Ihr sollt auf das Schiff drauf. Ihr Schweine. So. Rauf mit euch. Rauf aufs Festland. Gut. Und blub. Boah, braucht der noch lang, ey. So, bloß wo tun wir jetzt das Dampfschiff hin? Hier haben wir nämlich das Problem. Ostindienfahrer, Galeone. Galeone. Die müssen wir auf jeden Fall. Die parken mal draußen und das Schiff mal rein. Baubericht. Oh Gott, die ganzen Fabriken fertig. Oh Gott. Handelshafen. So, ja, soweit, so gut. Alles okay hier.
Wie sieht's denn technologietechnisch aus? Ja, Coburg erforscht natürlich wieder hier schöne Sache. Ah, warte, was? Junge. Das passt mir nicht, dass du klassische Ökonomie erforscht. Das gibt nämlich wieder nur ein Minus. Oder? Genau. Das passt nicht. Du machst mal weg. Marburg macht weg. Marburg macht das. Und du machst das. Genau. Weil dann sind die nämlich vorher glücklich, als wir sie bestrafen. Sagen wir es so. Was heißt bestrafen? Es ist ja eigentlich nicht wirklich... Achso, gut. Es ist ja eigentlich nicht wirklich bestrafen. Es ist halt, sie realisieren. Halt, stopp. Da stimmt was nicht. Wir sind doch eigentlich besser. Ja, das, die Russen tun sogar ordentlich dagegenhalten. Ist immer noch Widerstand gegen Fremdbesetzung da? Ja, guck mal hier ja, einfach so ein bisschen um. Ich meine, man hat ja sonst nichts zu tun. Doch, wir haben eigentlich was zu tun. Und zwar hier mal die ganzen Häfen ausbauen. Wieso habe ich den nicht ausgebaut? Das passt nicht. Das passt nicht. So, hier ist ein Handelshafen. Dort war ein Fischereihafen. Hier ist ein Handelshafen. Das ist auch einer. Genau. Das ist auch noch ein Fischereihafen. Hier unten ist noch einer. Meine Fresse, ey. Meine ganzen Handelsbeziehungen sind alle gestört. Mann. Überall entweder die Häfen gehalten oder die Handelsrouten überfallen. Ey, du warst mal besser. Ne, mein Freund, du warst mal besser. Warst du nicht mal hier irgendwie mit 5, 6 Sternen? Oh, ne, der ist in Edinburgh. Ja, geh du mal hier rüber. Und du darfst mal dahin gehen. Noch 0,1%. Dublin ist immer noch konstant am Steigern. Gott, den Witz habe ich schon so oft jetzt von euch gehört. Ist trotzdem nur 0,2%. Ist ja langweilig. Ja, Leute. Dann nächste Runde, ne? Mit 8000 muss ich in die nächste Runde gehen. Alter. Ich glaube, mein Rechner braucht auch mal Verschnaufpause nach 3 oder was auch immer, wie viele Stunden ich jetzt schon aufgenommen habe, ey. Nach der musste jetzt mal langsam Pause machen, ey. Ich gönne dem echt nach der Folge Pause. Vor allem dann habe ich eine Woche wieder, ja, wobei, dann habe ich wirklich eine Woche wieder nicht aufgenommen. Das ist eigentlich wie sonst auch. Und ich habe wirklich, und ich habe wieder nicht nachgeguckt, warum Württemberg mit wem und wenn war. Ja, ja. Ja, da schlägt das Maratenreich komischerweise zu und ist erfolgreich. Jetzt. Ja, jetzt schlägt das Maratenreich aber zurück, ey. Mogulreich kommt da mit doppelter Stärke daher. Nee, juckt mir nicht. Komm, Piraten, macht hinne. Aber kommt mir bloß nicht zu nahe. Leute, sonst bekommt ihr Stress mit meinen ersten Klassen. Oh Gott, Leute, guckt euch das an. Das ist geil, das ist geil, geil. Oh Mann, geil. Das Einzige, das noch ausbaubar ist, war das hier, Nantes Lustgärten. So, dann soweit eigentlich alles super. Dann lauft mal los. Hier sind lauter Häfen. Mann, wieso bauen die die nicht? Pelzhandelsposten. Tch, okay. Ja, hier sind die ganzen Pelze aktiv, ja. So, dann guck mal hier nochmal. Ja. Genau. Nächste Runde müsste es sein. So ist es auch. 60.000! Leute, wir sind reich! Mehr als nur reich! Oh Gott, was sind denn das für Lappen, ey? Moralisch verwerflich. Wieso habe ich jetzt lauter moralisch Verwerfliche? Du da! München! Gib Steuern!
Nee, will nicht. Die wollen alle so langsam nicht mehr. Sophia streikt auch. Ja, die ganze Industrialisierung. Ja, schlägt schon zu. Kostet Arbeitsplätze, macht alles effizienter. Klar. Ist auch nicht unbedingt das Geilste. Aber, naja, heute hat man's. Heute kann man sich auch nicht mehr beschweren. Heute könnte man sich das gar nicht mehr vorstellen. Ohne. Damals war das sicherlich entweder Mordskacke oder Mords der Hammer. So, nee, darauf habe ich keinen Zugriff. Auf den habe ich Zugriff. So, dann sind wir schon wieder damit fertig. Neufundland haben wir auch schon ausgebaut. Ja, es geht jetzt alles wieder nur sehr schleppend. Oh, ja. Ach, ganz ehrlich, Leute. Dafür breche ich sogar einen ab. Nur um diese eine verdammte Miliz zu machen. Nee, zwei müssten wir ja sogar machen. Genau. Zwei müssten wir machen. Dann müssten wir eigentlich auch gleich nach Quebec rein. Aber die haben Schiffe. Das weiß ich noch auswendig. Die haben Schiffe. Deswegen kommen wir da, glaube ich, auch über den Hafen nicht rein. Naja. Ey, Leute. Quebec. Verbündete. Mexiko und Großkolumbien sind inzwischen mit denen verbündet. Tch. Im Krieg mit den Amis. Ja, die werde ich auch noch früh genug vernichten. Krieg. Kein Beistand. Brauche ich von euch nicht. Ah, Württemberg nachgucken. Württemberg nachgucken. Württemberg nachgucken. Jo. Krieg erklärt. Oh. Und die haben auch keine Verbündeten mehr. Tja, ich bin halt doch ein bisschen zu mächtig, damit da sich jemand anlegt. Ah, Württemberg jetzt. Württemberg. Ja, genau mit Maratenreich und Schweden. Ja, klar. Mit den Schweden, dann noch gleichzeitig mit denen. Das ist eigentlich lustig, das ist eine Republik. Kaiser. Was? Eine Republik hat keinen Kaiser. Ja, die haben einen Präsidenten. So, könnten wir jetzt überfallen. Mama auch, komm. Her damit. Her mit der Kohle. So, und... Oh, das war's nun aber endgültig. Ich habe fertig aufgenommen, Leute. Letzte Folge. Nächstes Mal geht's in guter Frische, weil ich denke mal, ihr habt's inzwischen schon gehört, dass ich immer wieder ein bisschen leiser wurde und auch immer nur dasselbe gesagt habe. Nicht mehr so wirklich. Es war halt wirklich die letzten Folgen, so die letzten fünf, nichts Actionreiches über Kämpfe, Schlachten. Halt, es war wirklich reines taktisches Geplane. Und damit wir jetzt hier endlich loslegen können. Ja, beziehungsweise voll loslegen können wir dann eigentlich erst ab nächster Folge, sobald wir die letzten Einheiten auch noch rüber transportieren. Ja, und das Dampfschiff, glaube ich, tun wir mal zurückschicken. Back to Europe, please. Und ja, bis zur nächsten Folge in alter Frische. Ciao.